Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich einfach mal ein bisschen mit euch reden. Ja, wie gesagt, ich möchte heute einfach mal ein bisschen mit euch reden. Und zwar geht es halt eben auch um mein Food Diary. Und ich möchte euch einfach mal erzählen, warum ich jetzt regelmäßige Food Diaries drehen möchte. Und zwar ist der springende Punkt dieser. Wenn ich alles aufzeichne, jetzt auch im Video, ja, dann bin ich konsequenter. Ich nasche weniger, gebe ich ehrlich zu, und ich passe mehr auf, was ich esse. Schreibe ich einfach alles nur so in ein Diät-Tagebuch rein, zum Beispiel von Weight Watchers oder das Digi-Diät-Tagebuch, was ich bei mir auf dem iPad habe, kann sein, dass ich mich dann auch selbst mal verarsche. Ja, es ist nicht nett von mir, aber das ist dieses, ich sag jetzt mal, dieses Emotionale und dieses Stressessen, was ich habe. Da kriege ich selber manchmal gar nicht mit, was ich esse. Wenn ich aber jedes Mal zum Handy greife, wenn ich was essen möchte, fällt mir ein, will ich das jetzt überhaupt essen? Habe ich jetzt wirklich Hunger oder ist das jetzt einfach nur, weil ich gestresst bin, weil es mir nicht gut geht, weil ich Langeweile habe? Langeweile kenne ich eigentlich gar nicht, aber es ist halt auch so ein Faktor, wo manche dann halt eben anfangen zu essen. Ich mache mir dann halt eben auch Gedanken darüber und überlege wirklich mehr als zweimal, ob ich es jetzt essen möchte oder nicht. Ja, demnach ist es für mich einfacher, wenn ich jetzt Food Diaries drehe und zeige euch auch, was ich esse. Ich sehe, was ich gegessen habe, und im Nachhinein sehe ich auch, was ich vielleicht ändern könnte. Momentan geht es mir gut damit. Ab und an vergesse ich es auch, gebe ich ganz ehrlich zu. Wie jetzt letzte Woche, wann war das? Ich glaube Sonntagabend. Genau, Sonntagabend die Gemüsepfanne habe ich vergessen. Und vorgestern hätte ich es auch fast vergessen, aber ich konnte es noch schnell nachholen. Also da bin ich schon mal ganz froh drum. Bei mir ist es so eine Sache, ich stopfe nicht wahllos alles in mich rein. Ich esse weder tonnenweise Süßzeug noch Chips oder sonst was. Ich esse auch nicht ständig zwischendurch. Mein Problem ist einfach, ich verbrauche es anscheinend nicht richtig. Ich bewege mich zwar, gut, wo ich jetzt krank war, habe ich leider Gottes wirklich fast 2 Kilo zugenommen. Dadurch, dass ich überhaupt keine Bewegung hatte. Ich hatte wirklich die richtig heftige, fette Grippe und habe praktisch nur mein Bett gesehen, sage ich ganz ehrlich. Jetzt fange ich langsam wieder an, mich zu bewegen. Ich gehe wieder spazieren und verbrauche auch wieder ein bisschen mehr. Jetzt hoffe ich, dass das, was ich durch die Grippe zugenommen habe, auch wieder runtergeht und ein bisschen mehr. Ich möchte auch Sport machen. Ich habe hier hinten mein Laufband stehen, mein Bellycon. Und mein Rudergerät, damit möchte ich auf jeden Fall vermehrt arbeiten, wenn ich wieder 100% fit bin. Habe auch eine Online-Mitgliedschaft bei Pure Life, dem Online-Fitnessstudio im Prinzip. Da gibt es auch tolle Bellycon-Programme. Und ich habe eine Mitgliedschaft bei Mileswalk. Das ist dieser von Leslie Sensen, heißt die. Gibt es auch hier auf YouTube einige Videos, könnt ihr ja mal nachschauen. Und das macht wahnsinnig Spaß. Ich muss halt nur wirklich wieder 100% fit sein, dass ich loslegen kann. Jetzt durch Spazieren gehen, ein bisschen Kondition aufbauen, frische Luft schnappen. Viele Vitamine nehme ich zu mir, ich meine, das seht ihr ja auch. Und trinken ist ganz wichtig. Ich habe immer mein Wasserglas hier stehen und zwischendurch auch meinen Kaffee. Und Ruhe ist auch noch wichtig, das weiß ich. Also ich darf jetzt noch nicht von 0 auf 100 loslegen. Das Food Diary ist, wie gesagt, für mich, um zu sehen, was ich esse. Es ist für mich auch eine kleine Bremse bei dem, was ich esse, weil ich, wie gesagt, mehr überlege. Brauche ich das jetzt? Will ich das jetzt? Klar esse ich auch zwischendurch mal was, was nicht so hundertprozentig gesund ist, wie mal eine Pizza. Oder gestern gab es halt eben was, das seht ihr dann auch im Food Diary, was nicht so gesund ist. Gehört aber auch dazu. Also bei mir ist es so, wirklich, ich esse nicht zu viel. Ich sehe es ja auch in meiner App, ich zähle Kalorien, ich zähle sogar Punkte, ich mache beides. Ich mache Weight Watchers und zähle nebenbei noch Punkte, um zu gucken, wie ist das so mit meiner Bilanz, mit meinem Defizit, mit meinen Mikro- und Makronährstoffen.
bin ich in einer guten Balance drin. Bei Weight Watchers sehe ich halt nur die Punkte und wenn ich mit ja so die Kalorien noch dazu eingebe, sehe ich halt eben die ganze Bilanz praktisch. Dazu muss man ja auch noch sagen, dass bei mir ja dieses Hashimoto diagnostiziert wurde und die zu große Schilddrüse. Ob es vielleicht auch daran liegt, dass ich jetzt nicht so abnehme wie andere, kann natürlich sein, will ich aber nicht als Entschuldigung nehmen. Deswegen bleibe ich auch dran. Ich wurde die Tage gefragt, wie es mit Precon gelaufen ist. Precon ist toll, sage ich jetzt auch schon mal vorneweg. Precon ist wirklich toll, wenn man ja nicht so viel kochen muss für die Familie. wenn sich zum Beispiel mein Mann hinsetzt und stopft dann keine Ahnung was in sich rein, man muss wirklich konsequent bleiben und sagen, nein, ich esse das jetzt nicht. Oder man muss halt eben kalorienärmer kochen, damit man auch wirklich schön im Defizit bleibt. Meine erwachsene Tochter sitzt dann da und sagt, das mag ich aber nicht und ich möchte nicht abnehmen, sag ich, ich weiß. Kannst ja nebenbei essen, was du willst. Aber es ist ein bisschen schwierig. Es ist einfach beim Frühstück, beim Mittagessen habe ich dann einen Schoko-Shake oder einen Schokoriegel oder einen Vanille-Shake, Bananenshake, gibt es ja alles getrunken oder einen Riegel, wie gesagt, gegessen. War okay, aber abends fing das dann an, wenn die Familie zusammengesessen hat, beim Abendessen ging es noch, aber dann später, dann wurde da mal die Schokolade ausgepackt, dann wurden da die Gummibärchen ausgepackt. Das ist auch jetzt so mein Problem. Ich kann schlecht Nein sagen, das muss ich halt eben auch lernen. Obwohl ich, wie gesagt, nicht zu viel esse. Das ist nicht so, dass ich wahllos alles in mich reinschaffe. Ich esse keine ganze Tüte Chips, ich esse keine Tüte Gummibärchen, ich esse keine Tafel Schokolade. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich eine Tüte Chips alleine gegessen habe, das ist viele, viele Jahre her. Wirklich. Gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe es gerne gemacht früher, ich habe es genossen. Aber mittlerweile ist vorbei. Ich meine, ich bin jetzt auch keine 20 mehr und mit steigendem Alter ist es sowieso schwierig abzunehmen und ich bleibe auf jeden Fall dran. Mal schauen, was die Zukunft mir bringt. Ich sage jetzt nochmal Danke an alle neuen Abonnenten. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch meine Videos gefallen. Ich würde mich natürlich auch über dein Abo freuen, wenn dir meine Videos gefallen. Und schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, wie ihr das so macht. Esst ihr mehr? Macht ihr zu wenig Sport? Keine Ahnung, warum wollt ihr abnehmen? Ich möchte abnehmen, weil ich mich wohlfühlen möchte. Nicht für andere, einfach nur für mich, weil ich gerne sportlich sein möchte und wie gesagt, mich wohlfühlen. Ich möchte anziehen können, was ich will und ich möchte nicht irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich überlege, es ist auch so eine Sache, was mich ein bisschen ärgert. Das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber das ärgert mich. Wenn man Klamotten sieht für Übergewichtige, jetzt nicht gerade meine Größe, das ist noch in Ordnung, aber die größeren Größen, sagen wir jetzt mal die richtig großen Größen. Warum haben die immer irgendwelche Tierchen, Bärchen, Schmetterlinge oder was auch immer mitten drauf? Oder Blümchen an der Hose, die dann so auseinandergehen, wenn man die Hose anzieht. Warum? Warum gibt es keine normalen Klamotten für, ich sag jetzt mal ein bisschen, fluffigere Menschen? Warum? Also bei mir ist es, wie gesagt, noch in Ordnung. Ich kann sogar bei DevShop noch meine Klamotten kaufen. Ich kann bei Fabletics meine Sportklamotten holen. Ich meine, die haben jetzt auch für etwas fluffigere Menschen Sportmode. Da finde ich auch klasse. Aber das sind noch normale Größen, die ich trage. Aber bei diesen fluffigeren Menschen, bei dieser größeren Größen, egal wo ich hingucke, egal wo man hingeht, H&M, in der Boutique, von mir aus auch zum Taco oder Kick, größere Größen haben immer irgendwelche komischen Bärchen, Schmetterlinge, Sternchen oder whatever drauf. Warum? Das ist doch nochmal sowas wie, guck mich an. Nein, das ist was, was ich gar nicht mag. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu dem Thema? Mögt ihr sowas? Also ich mag es überhaupt nicht. Oder so, also bunt, so richtig bunt. Alles ist bunt. Nein, 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 nein. Ich mag es nicht so bunt. Ja. Wie gesagt, jetzt wisst ihr, warum ich diese Food Diaries drehe, warum ich abnehmen möchte. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, mich auf dem weiteren Weg zu begleiten. Und wie gesagt, wenn ich jetzt richtig fit bin, gibt es auch Sportvideos von mir. Dauert aber wohl noch so ein, zwei Wochen, denke ich mal, weil die Nase ist hier oben auch noch zu. Also die Nebenhöhlen sind zu. Und Husten habe ich zwischendurch auch noch, vor allem abends. Und das will ich halt jetzt nicht riskieren. Daher erstmal gesund werden. Gesundheit geht vor.
und dann Sport. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen da. Ein Abo wäre auch ganz toll. Und ich sage jetzt einfach mal bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Tschüss.